knapp 3 Jahre im Smoothie rauf und auch jetzt gerade noch einen Smoothie zu mir genommen und ja, Mixer ausprobiert noch und nöcher. Und es ist Zeit einfach mal ja, dieses Wissen in einem Video zu bündeln und diejenigen unter euch, die sich überlegen einen Mixer zu kaufen, einfach denen meine Erfahrungen mitzuteilen. Guten Morgen! Die Mixer, um die es heute geht, sind der Ultratec, der Klarstein, der RevoBlend, der Vitamix und der Harexco. Alles Mixer der Hochleistungsklasse. Mit diesen Mixern habe ich selber persönliche Erfahrungen sammeln können und nach 3 Jahren ein ganz, ganz klares Gefühl ja, für den an den entsprechenden Anforderungen ausgerichtet besten Mixer bekommen. Ich werde Euch unten in der Infobox, Infobox Links zu jedem Mixer posten, von dem ich rede, ja, einfach um dem Argument auch vorzugreifen, bei dem bekommst Du eine Provision, bei dem nicht. Überall wo ihr draufklickt ist ein Amazon Reflink und überall bekomme ich halt Amazon Reflink Sachen. Das heißt, ich habe da kein Interesse, dass ihr auf irgendeinen von denen klickt. Ne? Also, bevor ich zu den Mixern an sich komme, nochmal ein Hinweis allgemein. Die meisten Mixbehälter sind aus Plastik und diese sind bei den meisten Anbietern mittlerweile BPA frei. Aber das BPA wurde in der Vergangenheit durch die asiatischen Hersteller einfach durch Fluoren-9-Bisphenol BHPF ersetzt, weil das bei den Verbrauchern ja einfach noch nicht in der Bewusstheit ist. Aber dieser Stoff, so zeigen bereits erste Versuche an Mäusen, hat ebenfalls ganz stark, teilweise noch stärkere hormonelle Auswirkungen und daher mein Ratschlag, egal welchen Mixer ihr Euch kauft, achtet nicht nur auf BPA-Freiheit oder generell Plastik, sondern auch auf BHPF-Freiheit. Ganz wichtig, ganz aktuell. Ich habe bezüglich dieser Frage natürlich auch alle Händler bzw. Hersteller angeschrieben, die die Mixer vertreiben. Und ja, ich habe nur von dem deutschen Maschinenbauunternehmen Harexco bisher eine ganz klare ja, Antwort erhalten. Vielleicht kommen die anderen noch, dann würde ich das hier nachreichen. Oder bzw. wenn ein Hersteller das sieht, kann natürlich gerne in den Kommentaren schreiben, unser Behälter ist BHPF-frei. Also bis jetzt nur beim Harexco komplett die Entwarnung. Generell kann man diese Problematik auch einfach umgehen, indem man einen Edelstahlbehälter oder einen Glasbehälter als Alternative wählt, als alternativen Mixbecher sozusagen. Aber Glas kann halt schnell kaputt gehen und bei Edelstahl hast du halt die Problematik, du kannst halt nicht reinschauen. Also müsst ihr wissen. Der Standard ist Plaste und damit beschäftigen wir uns heute. Grob bewegen wir uns im Bereich der Hochleistungsmixer bei diesen 5 Mixern in 3 verschiedenen Preissegmenten. Der Ultratec und der Klarstein sind für unter 200 Euro zu haben. Der RevoBlend, der eiert so zwischen 400 und 500 Euro, 399 habe ich auch schon gesehen, und der Harexco und der Vitamix je nach Ausführung zwischen 600 und 1000 Euro. Bedeutet das nun, dass die Leistung entsprechend auch langsamer ansteigt? Mehr Geld, mehr Leistung? Nach meiner Erfahrung ein ganz klares Nein. Nein. Kommen wir nun zu meiner Erfahrung. Ich habe selber den Klarstein ausprobiert, den Ultratec schon seit 2 Jahren in Verwendung und den Harexco auch seit einem halben Jahr. Und den Vitamix und den RevoBlend, den habe ich bei 4 bzw. 2 Freunden ausgiebig testen können. Und dann entsprechend halt, kann ich schon sagen, auf diese Mixer verzichtet, bzw. beim RevoBlend, da hatte ich schon Dings, aber auf den Vitamix, den habe ich bewusst verzichtet. Warum, deswegen kommen wir alles noch dazu. Generell sind Preisunterschiede von den billigen, also von den billigsten Mixern, also Klarstein und Ultratec, zu den teuersten Mixern nicht zu rechtfertigen, zumindest wenn man eine proportional lineare Verteilung möchte, annimmt. Das bedeutet, wenn ich 10% mehr bezahle, dann will ich auch 10% mehr Leistung. Das ist nicht der Fall. Das ist definitiv nicht so. Das bedeutet, ich kann voller Überzeugung nach 3 Jahren sagen, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, nicht die beste Leistung, sondern das beste Preis-Leistungs-Verhältnis findet man und auch generell findet man immer, auch in der Wirtschaft, am unteren preislichen Ende der renommierten Anbieter. Nicht am unteren preislichen Ende, sondern am unteren preislichen Ende der renommierten Anbieter. Das heißt, die schon lange auf dem Markt sind. Ne? Weil dort die Leistung, die sozusagen erbracht wird beim Preis-Leistungs-Verhältnis, eine höhere Gewichtung hat als das Markenbewusstsein. Ne? Umso niedriger man am Markt agiert,
preislich gesehen. Umso höher ist die Leistung entscheidend, weil man auf ein Klientel fokussiert, was eben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis möchte. So, und diese Zielgruppe gibt es. Und deswegen sind die teuersten Geräte sind niemals die besten. Im Preis-Leistungs-Verhältnis, eine relative Komponente. Ne? Wenn man Markensachen kauft, dann ist die Qualität, also die Leistung, meist oder immer höher. Das ist meist keine Frage. Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis, also die relative Betrachtung, die kann gar nicht besser sein als im Niedrigpreissegment. Weil Markenbildung immer Geld kostet und ja, die zahlt man einfach immer mit, sonst würden die Unternehmen überhaupt nicht am Markt existieren. Ich habe BWL studiert und diese Erkenntnis erscheint für den Verbraucher, der sehr zufrieden mit seiner Markenware ist, oft nicht zutreffend. Er sagt, das ist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist aber nur daraus abgeleitet, weil dieser ja, individuell, ich sag mal, einfach geblendet ist, ne? Weil er einfach individuell anders gewichtet. Er sagt, die Leistung ist das Wichtigste und deswegen ist es jeden Preis wert. Das macht aber, wie gesagt, ist es. Die Leistung kann man, Mixer kann man ja zum Beispiel messen, das Drehmoment unter zum Beispiel Belastung, und da werdet ihr sehen, 10% mehr Geld wird nicht 10% mehr Leistung entsprechen. Ne? Das ist überhaupt nicht möglich, das ist ökonomisch nicht möglich, ne? Dass ein teures Markenprodukt das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis hat als ein preiswertes Produkt von einem Anbieter, der schon länger am Markt operiert. Ne? Also das nochmal. Ganz wichtig, das teuerste Produkt hat meist auch die beste Leistung und einige sehen dieses einfach nur die Leistung als entscheidendes Argument, weil sie überhaupt nicht mehr aufs Geld schauen müssen. Ne? Wenn du zum Beispiel den besten Kaugummi willst, und da kostet halt 2 Euro das Stück, der normale Kaugummi kostet 5 Cent, aber du willst den besten Kaugummi haben, dann zahlen viele von uns wahrscheinlich, die gerne Kaugummis essen, 2 Euro pro Stück, weil es einfach der beste ist und bei 2 Euro schaue ich nicht hin. Und der Multimilliardär sagt, ja, ich möchte einfach das beste Haus haben, in der besten Lage, es ist mir scheißegal was das Haus kostet. Ne? Aber das ist nur ein, das hat nichts mit Preis-Leistung zu tun, sondern ist einfach nur die Leistung. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Die preiswerten Mixer, also die der Klarstein, der Ultratec, ja, das sind die, die sozusagen überhaupt in Frage kommen, dass sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis haben. So, gut. Generell könnt ihr euch merken, so 20-30% über dem billigsten Anbieter befindet sich meistens das aufgrund der Marktmechanismus das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Und über 20-30% kann nie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis existieren zum billigsten Anbieter. Und zwar nicht zum billigsten renommierten Anbieter, sondern zum billigsten Anbieter überhaupt. Könnt ihr euch als Faustregel merken, kommt oft ziemlich gut hin. So, das sind jetzt wie gesagt die zwei Mixer, die da überhaupt noch in Frage kommen. Ja, der Klarstein und der Ultratec. So, und von den beiden hat der Ultratec ganz klar, ich habe beide besessen, den höheren Bums, sag ich mal, die höhere Leistung, was ich spüre. Der Ultratec, der schafft auch Bananeneis sofort beim ersten Mal, schaltet sich auch nicht ab, während beim Klarstein schon bei härteren Möhren die Sicherung rausgesprungen ist. Kann natürlich sein, dass die Sicherung einfach etwas niedriger eingestellt ist oder intensiver, sensibler, aber letztlich bedeutet das für den Verbraucher, es nervt einfach, weil er dann 10 Minuten, Viertelstunde warten muss, bevor er dann die Möhren weitermachen kann. So, ob das Standard ist oder nicht, ist einfach nur meine Erfahrung. Tut das bitte so für euch auch einschätzen. Ich habe nicht jeden Klarstein probiert und nicht jeden Ultratec. Ne? Aber von den beiden Ultratec klar besser als Klarstein, leistungsmäßig. Nichtsdestotrotz würde ich für Menschen, die rein nach dem Preis-Leistungs-Verhältnis einkaufen, trotzdem, wenn der Ultratec einem aus irgendeinem Grund nicht zusagt, würde ich eher den Klarstein nehmen, bevor ich irgendeinen der anderen Mixer nehmen würde. Ne? Also Preis-Leistungs-Verhältnis an erster Stelle definitiv Ultratec und an zweiter Stelle würde ich den Klarstein nehmen. Ultratec ist das Positive daran ist, dass hinter den Ultratec die Firma Amazon steht. Denn Ultratec ist quasi eine Firma, die nur für Amazon exklusiv produziert und damit ist auch ein herausragender Service und eine eben ein entsprechendes perfektes, eine perfekte Preis-Leistungsqualität auch ja, selbstverständlich, weil das einfach zum, zur Unternehmenskultur von Amazon dazu gehört. Ne? Also generell würde ich persönlich jetzt einfach mal, wenn man einen Mixer kaufen möchte, den Klarstein auch jetzt komplett rausnehmen, weil er eben in der Betrachtung Preis-Leistungs-Verhältnis ja, einfach ja, nicht so gut ist wie der Ultratec. Deswegen der Ultratec ist so mal die erste Empfehlung, die ich euch geben kann, wenn ihr auf Preis-Leistungs-Verhältnis achtet, den Ultratec nehmen. Das wäre so die erste Empfehlung, die ich nach 3 Jahren euch wirklich sagen kann. Kommen wir nun zum RevoBlend. Den hat ja unter anderem die Silke im Einsatz und ich war jetzt auch eine Woche beim Dennis, der ebenfalls den RevoBlend hat und ja,
da konnte ich das wirklich mal auch ausgiebig testen und ich habe beim Dennis denselben Smoothie gemacht, den ich auch zu Hause mache, den wirklich fast identischen, also zumindest was die harten Komponenten angeht, der gefrorene Grünkohl und so weiter. Und während ich zu Hause absolut problemlos mit allen Mixern, die ich habe, den Smoothie zubereiten kann, da ist der RevoBlend unter Belastung zum einen spürbar langsamer, also man merkt das so richtig am Motor, wie der ächzt und auch wieder und ja, die Sicherung, die springt auch immer wieder raus und man muss dann wieder 10 Minuten warten, bevor man seinen Smoothie weiter mixen kann. Und für mich, ja, ist dieser Mixer, also dieser Mixer, der zwischen 300 und 500 Euro kostet, der schlechteste leistungsmäßig aller Mixer, die ich jemals probiert habe. Und zudem ist er eben noch 200 bis 300 teurer als der Ultratec und der Klarstein. Und ja, und der RevoBlend, was ich auch weiß, eine sehr großzügige Affiliate-Provision zahlt, also Marketing da auch sich einiges kosten lässt, ist auch offensichtlich der Realpreis bei weitem nicht so knapp kalkuliert, wie das bei Ultratec oder Klarstein eben der Fall ist. Weil Ultratec und Klarstein tut zum Beispiel jetzt keine ja, große Werbung finanzieren oder sonst was oder YouTuber sponsoren oder irgendwelche ähnliche Sachen, sondern das sind einfach Produkte am Markt, die eben Preis-Leistungs-Verhältnis, die dadurch genommen werden und nicht, weil sie über Influencer quasi den Weg in die Wohnung der Menschen finden. Und das ist eben auch so eine Sache, wo positioniert man sich am Markt, das hatten wir besprochen, also RevoBlend fällt komplett raus, überhaupt keine Empfehlung, ja, kann ich wirklich sagen, ich würde sagen RevoBlend, das ist wirklich der Mixer, den ihr am wenigsten kaufen solltet. Bleiben noch Harexco und Vitamix. Beide sind von der Leistung dem Ultratec und dem Klarstein überlegen. Wir haben ja schon festgestellt, dass der Preis aber nicht linear mit der Leistung wächst, sondern überproportional, exponentiell. Aber gerade in Deutschland gibt es nicht wenige, die einfach die beste Qualität haben wollen, einfach einen super sämigen Smoothie oder auch die letzte Pflanzenzelle soll schön fein zermahlen sein, also den Anspruch an eine möglichst hohe Leistung. Und wenn man dann so ein Küchengerät kauft, ob der 500 oder ob der 1000 Euro kostet, egal, wir wollen den besten Mixer haben. Und das ist eine Sache, die von vornherein schon mal gegen den Vitamix spricht, das ist, dass wir das Topmodell für 900 bis 1000 Euro derzeit bei Amazon kaufen. Und dieses Topmodell, davon zahlen wir ca. 400 Euro an Zoll und an Gebühren, um ihn hier nach Deutschland einzuführen. Denn bei Amazon.com bekommt man denselben Mixer in Amerika für 560 Dollar, was eben derzeit ungefähr 500 Euro ist. Ja? Dazu, also hatten 400 Euro weg, was wir bezahlen an Zöllen einführen. Dazu eben das große Werbebudget von Vitamix, wo wir wahrscheinlich ja, dann am Ende, wenn wir schauen, was ist der Mix überhaupt noch wert, weil der Vitamix macht wahnsinnig viel Werbung, große Werbung, YouTube Werbung, Fernsehwerbung, sponsert total viel. Ne? Schaut euch mal die YouTuber an, die den Vitamix haben und die den gesponsert bekommen haben, ja, wie sie sozusagen immer wieder auch den Vitamix sozusagen ins Spiel bringen müssen und sagen, hey, da gibt's halt eben, das kostet halt alles Geld. So, und entsprechend, da kann man beim Vitamix von einem Realwert vielleicht von 200 bis 300 Euro ausgehen. Das heißt, ihr zahlt 900 Euro für einen Realwert von 200 bis 300 Euro. Nichtsdestotrotz ist der Vitamix besser als der Ultratec, der nur 150 Euro kostet. Aber real kostet der Ultratec wahrscheinlich auch 150, also reale Leistung und also vergleichbare Leistung. Der Vitamix 200 bis 300 Euro dann. Das kann man immer ganz schwer sagen. Er ist halt auch dann entsprechend besser, weil das ist wirklich der Realpreis. Aber ihr zahlt 900 Euro für einen 200 bis 300 Euro Mixer und ihr zahlt 150 Euro für einen 150 Euro Mixer. Dann könnt ihr euch überlegen, was besser ist. Für euch. Es kann für euch tatsächlich der Fall sein. Für mich wäre das vor 5 Jahren, ihr habt hier eine Frage gewesen, ich hätte 900 Euro für den 200 bis 300 Euro Mixer bezahlt, weil der einfach besser ist. Na? Wobei, da muss man auch dazu sagen, der Ultratec beim Bananeneis nicht ausgeht und damit schneller das Bananeneis zubereitet als der Vitamix. Den Mixer, den Test habe ich ja schon mal gemacht, den findet ihr oben. Aber der Vitamix hat beim Smoothie und generell ja, also bei allen Sachen, die man mixt, so Soßen und so weiter, einfach einen qualitativ höheren Output als von dem Mixer gut als der Ultratec. Es ist viel feiner und smoother gemahlen. Das heißt, der Vitamix ist besser als der Ultratec. Ja? Und dann kommen wir zum Harexco, der derzeit mit glaube um die 650 Euro verkauft wird und zumindest in dieser BHPF-freien Plastikvariante. Es gibt auch noch eine Edelstahl-Variante. Dieser Mixer ist meiner Erfahrung nach
beim Bananeneis und beim Smoothie, das was ich hauptsächlich mache, das sind die Dinge, ja, die ich fast ausschließlich mache, mit Abstand der beste, der wirklich mit Abstand der beste Mixer. Und das macht aus rein marktwirtschaftlicher Sicht Sinn. Denn während der geschätzte Realpreis von Vitamix als ebenfalls durchaus sehr gutes Gerät bei 200 bis 300 Euro liegt, liegt er beim Harexco eben wahrscheinlich etwas höher, weil er in Deutschland produziert. Wir zahlen keinen zu. Er hat auch Harexco hat zumindest nach meiner Einschätzung, was ich so gesehen habe, kein wirklich aufwendiges Markenbildungsprogramm. Also ich habe noch nie eine Werbung von Harexco oder so gesehen, irgendwie so mit berühmten Persönlichkeiten und so weiter oder ein flächendes Netz an Servicehändlern und so weiter. Das geht alles wird in Deutschland produziert und der Service ist auch in Deutschland alles in der Firma von Harexco und ja, das heißt die 400 Euro, die wir alleine für die Einfuhr des Vitamix bezahlen, die fallen schon mal komplett weg. Ne? Und das Drehmoment des Mixers von diesem deutschen Maschinenbauunternehmen, das ist gerade bei hohen Belastungen deutlich stärker als beim Vitamix. Also das ist wirklich gerade, wenn viel drin ist, wenn wir in große Belastung sind, da geht er durch. Video sehen, so eine Glasflasche, zack rein, Glasstaub. Also das ist wirklich ein deutsches Maschinenbauunternehmen, halt, wenn man das mal bedienen darf. Und ja, also von daher für mich. Wenn es um die beste Leistung geht, ist es für mich ganz klar die Nummer 1 der Harexco. Und ja, und das, obwohl das Topmodell eben billiger ist als das Topmodell von Vitamix. Aber wie gesagt, das liegt auch an den, ja, an den hohen Einfuhrgebühren. Beim Harexco hat man zusätzlich noch die Möglichkeit auf einen Edelstahlbehälter zu upgraden. Ne? Am Anfang das gesagt, wer halt Plastik ein Problem hat, der kann sich dann auch so einen Edelstahlmixer für den Harexco kaufen. Die Edelstahlvariante passt übrigens auch, ich hoffe ich lüge nicht, aber ich glaube die passt auch auf den Vitamix. Also wenn es jetzt um den Plastik geht, man hat den Vitamix Motor, kann man auch von Harexco den Edelstahlbehälter kaufen. Mal sehen, ob ihr den Link findet, würde ich den unten euch auch posten zu dem Edelstahlbehälter, also nur zu dem Edelstahlbehälter. Ne? Also für mich ist nach 3 Jahren ein ganz deutliches Bild entstanden und ja, ich kann dies euch auch nur mitteilen, euch die Chance geben, einfach wirklich diese 3 Jahre Erfahrungen zu sparen. Ne? Wer das meiste, die meiste Leistung für sein Geld bekommen will, das sollte zum Ultratec Mixer greifen. Wer die beste Leistung für das wenigste Geld bekommen will, was in diesem Fall insgesamt auch die beste Leistung darstellt, der sollte den Harexco nehmen. RevoBlend geht meiner Meinung nach gar nicht, der fällt komplett hinten durch. Vitamix eigentlich auch nicht, weil man es nur wenn man echt wirklich zu viel Geld hat und irgendwie die Marke Vitamix mag und seinen Freunden dann die alle dieses Vitamix ist der beste Mixer und da kommt, ey, ich habe mir Vitamix gekauft. Also wer da in diesen gesellschaftlichen Strukturen drin sind, ja, für den macht dann Vitamix vielleicht Sinn und ja, dann kann man den vielleicht kaufen. Klarstellen ist eventuell eine Option, um Erfahrungen mit dieser Marke zu sammeln. Ne? Ich habe ja, damit Klarstellen auch positive Erfahrungen gemacht, was mein Dörrgerät angeht. Ja, also von daher, durch Klarstellen ist wahrscheinlich auch die, so eine Option. Aber wie gesagt, Ultratec und Harexco jeweils was man möchte und ja, unter Klarstellen eventuell als Option. RevoBlend gar nicht, Vitamix unter Umständen. Ne? Ich habe euch alles unten verlinkt. Ja, gibt es auch sicherlich verschiedene Modelle und so weiter, aber ich habe euch die Modelle verlinkt, die ich auch getestet habe. Das heißt, die Sachen, die ich euch unten verlinkt habe, sind wirklich die, die ich getestet habe, worauf sich meine Erfahrungen ja, beziehen. Eventuell gibt es neuere Modelle, eventuell gibt es ältere Modelle, der Hersteller hat nachgebessert oder was auch immer, dann bitte das auch entsprechend einordnen, dass das meine Erfahrungen mit den anderen Modellen sind. Also schaut da einfach drauf, dass ihr da auch genau wisst, wovon ich jetzt rede. Und dann habt ihr einfach die Möglichkeit, eine bewusstere und eine bessere Entscheidung zu treffen, weil es ist sehr, sehr viel Geld, so, so einen Mixer zu kaufen. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe den Harexco, den habe ich mir auch nicht gekauft, sondern den habe ich sozusagen von Harexco zur Verfügung gestellt bekommen zum Testen, wie ich für meine Produktrezension immer teste. Und da war eigentlich ausgemacht, dass ich den Mixer quasi dann auch wieder, dass ich wirklich schon ein Produkt teste und dann, weil es so ein teures Produkt ist, wieder zurückschicke. Und ja, aber der Mixer ist mittlerweile so versifft, dass ich den nicht zurückhaben wollen. Ja, das könnte man denken, aber nee, ist nicht der Grund. Der Grund ist einfach, ja, dass sie wirklich ja, einfach begeistert waren von meinem Kanal, von dem, wie ich Mixer erstmal präsentiert habe, dass sie zu meinem Kanal gekommen und dann halt auch meinen Kanal gesehen haben und es einfach toll fanden und ja, mich einfach supporten. Ich sag, ach komm,
behalte den Mixer und gut ist und ja, und auch zum Affiliate Programm teilnehme. Ich verlinke Euch aber nicht den Affiliate Link von Herexco, einfach um eine gewisse Objektivität für das Video zu gewährleisten. Also ich habe auch einen Affiliate Link für Herexco, da bekomme ich mehr als bei Amazon. Aber den habe ich unten in der Infobox, wenn ihr mich ganz bewusst unterstützen wollt, dann geht über den Affiliate Link. Bloß, das ist ein Vergleichsvideo und da möchte ich einfach nur Amazon Links haben, dass das alles wirklich gewährleistet ist, dass ich da keinen Mixer irgendwie präferiere oder sonst was. Weil ich habe auch wirklich nur die Mixer genommen, mit denen ich persönlich Erfahrungen gesammelt habe und ja, das wollte ich nochmal, dass ihr auch wirklich Bescheid wisst, wie ich die Mixer, woher und weswegen, dass ihr euch wirklich ein reales Bild machen könnt von dem, wie es dann halt dazu gekommen ist zu meinen Erfahrungen. Also entsprechend, ja, ich wiederhole mich nicht nochmal, ihr habt alles gewusst, ich wünsche euch, ihr habt alles erfahren, ich wünsche euch einen schönen, wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Alles Liebe, Euer Christian. Tschüss.